Shalom Aleichem. Wir sprechen heute über eine besondere Kadosh Elion, ein heiliger Tzadik, Rabbi Elimelech von Lizhensk. Zecher Tzadik v'Kodesh Livroche. Also wir sprechen heute über eine besondere Rabbi, der Schüler von Harav Magid von Mezritsch und der Bruder von Reb Zusje Zusche von Anipoli. Der hat geschrieben ein Buch. Dieses Buch heißt Noam Elimelech. Noam heißt süß. Und mit diesem Buch schenkt er eine Liebe zu seinem Bruder Noam, süßer Bruder Noam Elimelech und auch seine. Der Rebbe Elimelech von Lizhensk ist geboren 1717 und schon als Kind war er ein besonderer und spezieller Kind. Er hat sich schon damals entschuldigt bei seiner Mutter, dass er war ein Baby und vielleicht beim Stillen, beim Brust, er hat sie vielleicht geschlagen oder wie Kinder, weißt du, manchmal schlagen und zapfen. Er hat sich entschuldigt bei seiner Mutter, vielleicht hat er einen Fehler gemacht. Rabbi Elimelech von Lizhensk, obwohl er kam von einer wohlhabenden, angesehenen Familie, hat er genommen seinen Bruder Reb Zusche und zusammen haben die beiden gemacht Galut. Ein freiwillige Exilstrafe, dass sie jeden Tag so wie zwei Penners, wie zwei Schnorrers, wie zwei Bettlers von Stadt zu Stadt gehen, um sich demütig zu machen, sanftmütig zu machen und irgendwie eine Tikkun in diese Welt. Sein Buch, Elazar, hat geschrieben, dieses Buch Noam Elimelech, und er schreibt bei der Einführung so eine kleine Entschuldigung. Nicht jeden Tag passiert das ein Wunder, dass man kann kommen zum Rebbe und Fragen stellen und auch eine Antwort bekommen. Aber ich habe gebeten, mein Vater, dass ich will seine Wörter drucken, damit soll die Leute lernen und ihr Leben leicht machen und auch einen Weg finden, wie sollen sie Hashem dienen. Und mein Vater hat gesagt, ja, Wahrheit, die Sache ist sehr richtig im Augen des Schöpfers. Gelobt sei er, sollst du diesen Buch drucken, weil jeder wird finden in diesem Buch seinen Weg, seinen Zustand, seine Stufe. Aber ich will nicht, dass du dieses Buch druckst, wenn ich bin noch am Leben. Erst nachdem ich gehe weg von dieser Welt, sollst du es drucken. Und dann, es ist eine große Mitzwa. Und deshalb möchte ich heute ein paar Zitaten von diesem Buch geben. Nicht nur Zitaten, die abstrakt sind, sondern Abstrakten, die wirklich uns leben. Ein Mensch soll sich Gewohnheit machen, soll er nicht anfangen mit niemand reden, nur wenn er braucht. Und auch dann soll er reden kurze Wörter, so wie ein Sieb mit 13 Schichten. Soll er nicht lügen und soll er nicht schmeicheln und soll er nicht böse und übel Rede reden und niemand beleidigen und nicht aufzeigen nach außen das, was er macht. Und soll er sich dran Gewohnheit zu machen, zu sagen, ich weiß es nicht. Weil wenn Menschen reden, bringt das zum Fehler. Und wenn er kann von Menschen weggehen und mit denen nicht zu reden, unnötige Sachen, soll er weggehen. Gleich wenn er aufsteht, soll er danken Hashem, Moide, Anile, Fonecho, soll er danken Gott, dass er lebt und soll er waschen die Hände und soll er auch sagen, Loschen Ashkenaz, auch soll er sagen auf Deutsch oder auf Jiddisch, gelobt seist du Hashem, du hast mir gegeben eine Mitzvot, Mitzvah von Tzitzit, Mitzvah von Netilat Yadayim. Und das wird wegnehmen meine Schale von mir und das wird bringen Simcha in mein Leben. Immer erzählen, dein Lehrer oder dein loyaler, wahrer Freund, alles, was du denkst und alles, was du fühlst. Und über seine Trieb, über seine Torah, über seine Tfilah und solle nichts Geheimnis machen, nicht verheimlichen, sondern alles erzählen. Und wenn ein Mensch wird mit jemand über alles sprechen, so wie es ihm geht,
bei die gute Seiten als auch bei die schwache Seiten bricht er der Kraft von der böse Trieb, dass er ihn nicht überwindet. Und das ist ein super Ratschlag auch zu bekommen von dem anderen. Also, wenn jemand will dich beleidigen oder erniedrigen, sollst du es freuen. Warum? Weil Hashem wird damit dir reduzieren deine Strafe und du sollst nicht sauer sein. Der Rabbi Elimelech von Lizhensk hat gelernt sehr viel Kabbalah, insbesondere von dem Weg von dem Arizal. Was ich möchte jetzt zu machen, ist eine Dvar Torah von seinem Buch Noam Elimelech vorzulesen und eine ganz besondere, ungewöhnliche Geschichte erzählen. Diese Dvar Torah von Rabbi Elimelech von Lizhensk sagt, das ist in Parashat Behar, und er sagt, dass Hashem, wenn er hat geschafft die Welt, er hat gemacht viele Rohre, Zinorot, Wege, um zu bekommen die Fülle von Himmel. Das ist, kommt direkt. Aber wenn ein Mensch fällt runter von seiner Stufe und er hat wenig Emuna und wenig Bitachon, wenig Glaube und wenig Vertrauen an Hashem, der Mensch die ganze Zeit speist, der Mensch, es ist nicht selbstverständlich, dass du heute lebst und gesund und alles, aber der Mensch denkt nicht darüber, aber über alle Sachen von der Welt macht er sich Sorgen. Wenn ein Mensch macht sich zu viel Sorgen und er verlässt nicht 100% auf Hashem, macht er schwach die himmlischen Fülle. Und dann gibt es eine Verstopfung, muss man noch einmal mit Pumpe alles runter beten und bängen und erniedrigen zu Hashem, soll er das bringen. Und es ist genauso, wenn ein Mensch denkt am 6. Jahr, was werde ich essen am 7., sagt der Hashem, ich werde euch befehlen, mein Segnen. Und so ein Mensch soll nicht Fragen und Interfragen stellen über Hashem, was soll ich essen, was wird sein, als ob Hashem hat keine Möglichkeit, dir zu helfen. Wenn ihr stellt zu viel Fragen und zweifelt, es wird euch doppelt kosten die Mühe. Und jetzt kommt eine wunderbare Geschichte zum Schluss von Rabbi Elimelech von Lizhensk. Es war eine Ehepaar. Es war ein sehr gutes Ehepaar. Gut verstanden, geliebt, Harmonie, Frieden. War alles gut, gute Paranosse, aber Kinder haben sie nicht gehabt. Und jedes Jahr, wo der Mann ist gefahren als Chassid zu seinem Rebbe, Rebbe Elimelech von Lizhensk, hat ihm seine Frau gesagt, sagt der Rebbe, soll er uns benchen, soll er uns segnen mit einem Kind. Der Mann ist immer gekommen nach Lizhensk. Er war so begeistert und so zufrieden und so im 7. Himmel von seinem Rebbe, dass er hat vergessen. Und so war jedes Jahr es gefahren und vergessen. Ein Jahr sagt ihm seine Frau, bitte, sei so lieb. Dieses Jahr sprich an unsere Mangel mit dem Rebbe. Soll er uns benchen, sollen wir bekommen endlich ein Bauchfrucht, ein Kind, eine Fortpflanzen, Bezrat Hashem, Kinder. Gut, er ist gekommen zum Rebbe, Rebbe Elimelech von Lizhensk, sagt Rebbe, Entschuldigung, ist nicht meine Art und ich weiß nicht, ob es angebracht ist, aber ich habe eine Bitte und das ist eigentlich eine Bitte von meiner Frau. Wir möchten Kinder. Sagt Rebbe Elimelech von Lizhensk, und wie ist euer Eheleben, eure Partnerschaft, eure Beziehung sozusagen zu Hause? Sagt der Mann Rebbe, unsere Beziehung ist Ahava, große Liebe, große Harmonie, starken Shalom, super Leben. Wir haben miteinander null
Probleme, null Zorres, wir verstehen uns super. Sagt dem Rebbe Elimelech von Lizhensk, okay, gut. Jetzt, wenn Sie kommen nach Hause, machen Sie bitte einen Streit, eine harte Auseinandersetzung mit deiner Frau. Das ist mein Befehl an dir. Gut, komm zurück nach Hause. Seine Frau sagt ihm ganz lieb, Shalom, herzlich willkommen, wie war es? Und er macht sich so ein saures Gesicht und beginnt gleich, sich zu hart zu reden, zu beschimpfen, zu schuldigen die Frau. Und nach ein paar Minuten, die beiden sind erst einmal in ihr Leben gekommen auf Turm, auf Wut, auf... Die haben eine mit dem anderen gehärtet und gehackt und so schwer diskutiert und beleidigt. Und es hat lang gedauert, diesen... Die waren beide erstaunt, wie sie sind gelandet zu so einem Feuerstreit, so wie Benzin. Gut, nach ein paar Tagen, die haben sich wieder umgearmt und entschuldigt und versöhnt und geliebt und geweint und jeder hat sich entschuldigt bei dem anderen, dass er hat nicht nachgegeben. Und nach einer kurzen Zeit, sie ist schwanger geworden und sie haben bekommen ein Kind. Nächstes Jahr fährt er zum Rebbe und sagt, Rebbe, ich habe gute Neues, ich habe gute Nachrichten. Bei uns ist Baruch Hashem geboren ein Jüngele, wegen deinem Rat. Aber ich wollte fragen, wenn es ist erlaubt, was hat das zu tun, unser Streit mit dem Kind? Sagt im Rebbe Elimelech von Lizhensk, dass in 1. Buch Moshe, in Bereishis, Kapitel 30, steht geschrieben, dass es war eine große Liebe zwischen Jakob und Rachel. Weil Jeav, Jakob et Rachel Milea, also er hat geliebt die Rachel mehr als alle. Und was war das Ergebnis von dieser großen Liebe? Keine Kinder, weil die haben schon eine Erfüllung von Gott. Und dann steht geschrieben in die Tora, Vaichar af Jakob berachel, also Rachel war wütend auf Jakob, gib mir Kinder, sonst sterbe ich. Und da steht geschrieben, dass das erste Mal in die Geschichte, dass Jakob war wütend, zornig auf Rachel. Was? Ich bin anstatt Hashem, soll ich dir Kinder geben und so weiter. Und später, Rachel ist Mazel Tov, schwanger geworden und sie hat bekommen dem Josef. Sagt Rebbe Elimelech von Lizhensk, manchmal dem Bruch bringt ein neues Frucht. Also, wenn es gibt ein Ehepaar, der Kinder will und es läuft nicht, jetzt weißt ihr, was ist die Lösung von Rabbi Elimelech von Lizhensk. Die Versöhnung, die Wiederliebe wird bringen große Sachen. Es ist nicht nur so bei Jakob und Rachel, es ist auch so passiert bei Amram und Jochevet. Amram und Jochevet haben sie sich geschieden lassen und als Amram hat noch einmal Jochevet geheiratet, er hat sie wieder gekehrt, dann es war große, starke, neue Liebe und von dieser neuen Liebe ist geboren ein Jüngele, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ist gekommen von einer Versöhnung von einem Vater und Mutter. Und eine Versöhnung, eine Vergebung schenkt neue Liebe und neue Kinder. Soll die Zchut von Rabbi Elimelech von Lizhensk uns alle verstärken, schenken Emunah und Bitachon an Hashem und an alle Leute, die brauchen Yeshua, Erlösung, gute Psures wünschen wir vom Herzen. Kol Tuv, alles gute Psorot, Tovot, gute Nachrichten. Amen.